Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS17-Projekt Talbach. Wir haben es immer noch hier am Abend, aber ich traue mich gar nicht vorzuspulen, weil dann zu viel Geld flöten geht, glaube ich. Wir müssen noch verdichten und schieben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich mache das Schild mal ein bisschen höher. Da, am Anfang möchte ich mal versuchen, so zu verdichten. Mal gucken, ob das klappt. Aber ihr habt schon in den Kommentaren geschrieben, Ansgar, wenn du so hohe Türme machst, dann wird das schwierig mit dem Verdichten. Und ich glaube, damit habt ihr auch recht. Deswegen, ja, muss ich mal gucken, wie ich dann wieder Herr der Lage werde. Okay, jetzt habe ich mich schon direkt festgefahren. Das ist natürlich nicht so gut. Mal. Ja. Wo ist das? So, okay. Ja, da müssen wir tatsächlich ein bisschen gucken, wie wir das hinbekommen. Vielleicht sollte ich es erstmal ohne Schild versuchen. Wir müssen es mal aufklappen, ich Depp. Sonst bringt das gar nicht so viel. Genau, jetzt verteilt sich das hier etwas besser. Ich werde das mal ein bisschen zu den Seiten weg schieben. Ah, das funktioniert auch super. Hervorragend. War dann doch nicht so schlimm, dass ich hier so aufgetürmt habe. So. Oh, Leute. Ibims begeistert. Von, also ich finde das sehr wohltuend zu sehen, wie sich das hier so langsam alles fügt. Na, fahren wir hier nochmal drüber. Ist auch ein bisschen zur Seite gekämmt hier. Okay, und jetzt ist das auch nicht so problematisch, das alles zu verdichten. Aber wir haben erst 3% verdichtet. Oh Mann, oh Mann. 4%. Versucht das noch ein bisschen mehr hier in die Länge doch zu schieben. So, mal hier ein bisschen weiter. Ist jetzt etwas ohne Sinn und Verstand, hat das jetzt so den Eindruck, glaube ich, bei vielen von euch. Aber gut, es geht mir nicht so sehr darum, jetzt eine ebene Fläche zu erstellen. Also das habe ich ja mehr oder weniger schon geschafft. Also zumindest so, dass man ganz gut hier drüber fahren kann. Sondern eher jetzt darum, das eben zu verdichten. Damit wir das Ganze zudenken können und gären lassen können. 381.000 haben wir hier drin. Und nicht schlecht. So, dann verdichten wir mal weiter. Kranplätze müssen verdichtet sein, übrigens, falls das jemand noch nicht wusste. Oh. Und weiter geht's. Das dauert aber ganz schön lang, ne, bis das hier alles verdichtet ist. Vielleicht könnte man auch so einen Cosplay-Kurs quasi einrichten, dass der hier immer entlang fährt. Der braucht ja im Prinzip nur so eine Dauerschleife. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Wobei, wir können das auch eigentlich schnell selbst machen. Dazu hätte man das vielleicht doch dann etwas ebener machen müssen. 10%. Oder soll ich doch? Jetzt doch etwas hin und her gerissen. Ich schaufe mal hier doch noch ein bisschen weg. Ja. Bis es dann doch noch ein bisschen ebener wird. Dann macht man beim Verdichten auch noch irgendwie was anderes.
Ja. Okay. Und dann fahren wir nochmal hier rum. Und dann nochmal nach unten damit. Ups, jetzt habe ich hier die Tür aufgemacht. Das wollte ich gar nicht. Ah, vielleicht müssen wir noch ein bisschen hoch machen, die Schaufel. Okay. Gucken wir uns mal an. Ah, das verteilt sich doch ganz gut. Hätte man natürlich auch einfacher haben können, indem man das direkt von Anfang an macht, aber gut. Übrigens, bei dem Siloschild bin ich jetzt gar nicht sicher, woher ich das eigentlich habe. Muss ich mal erforschen. Fehlen ja sowieso noch ein paar Mods in der Modliste. Aber da habe ich ja, glaube ich, schon mal was in einer Folge zu gesagt. So. Schieben wir das mal hier quasi rum. Genau. So. Ja. 16% sind mittlerweile verdichtet. Oh, oh, oh. Das ist ja doch eine lange Prozedur. Länger als ich dachte. Ich dachte, es wäre ganz flott. Aber ich habe auch selten mit solchen Massen gearbeitet, glaube ich. Ich habe immer nur wesentlich kleinere Felder bestückt und ich glaube, die waren dann auch nicht so gut gedüngt oder so. Also das war schon sehr krass, wie viel man hier rausbekommen hat, finde ich. Ich weiß nicht, ist das normal? Nee, ne? Wenn man ungedüngt so ein Feld hat, dann ist das doch weitaus weniger, oder? Da aus der Ecke auch noch was raus. Oh. Okay. Ja, bevor wir das jetzt hier die ganze Folge machen, vielleicht mache ich das nochmal offscreen weiter, würde ich mal sagen, wir kümmern uns noch um andere Sachen. Zum Beispiel den Wollverkauf, den könnten wir auch mal wieder... Fällt mir mal gerade ein. Das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Aber ich guck mal noch weiter. Hier haben wir noch die Heuballen. Das ist schon noch eine ganze Menge. Ach ja, genau. Ich wollte den Traktor noch weiter... Willkommen in Ihrem Fendt. Willkommen in Ihrem Fendt. Den wollte ich noch weiterlaufen lassen. Wir sind jetzt hier auf dem Feld 5. Das ist fertig. Okay. Was hatten wir denn auf dem Feld 3? Was war denn da nochmal drauf? Feld 16 haben wir, glaube ich, schon abgefrühstückt. Hatten wir Feld 3 als erstes, oder wie war das? Ich guck mal. Bevor ich dann hoch zu Feld 10 fahre. Ich glaube, hier sind wir schon mal tatsächlich lang gefahren und haben uns das schon mal angeschaut. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was da genau drauf war. Das möchte ich mal kurz mit eigenen Augen sehen. Die Bürste ist auch schon ganz dreckig. Damit macht man gar nichts mehr sauber hier. Mit der Maschine. So. Ich habe übrigens das XXL-Projekt jetzt doch nochmal ein paar Tage verschoben zumindest, weil ich das ja so machen wollte, dass ich auch selbst dann happy bin und ich habe noch nicht alles entschieden, was ich da machen möchte. Ich meine, so aufwendig ist es am Ende jetzt auch nicht. Ich fahre mal hier übers Feld. Dann kommen wir nämlich auch zum Feld 3. Habe nämlich die Straße gerade verpasst, beziehungsweise hätte ich in die andere, glaube ich, in die andere Richtung fahren müssen. Ist aber auch egal. Jedenfalls, ja, das habe ich etwas verschoben nochmal. Das ist unser Feld hier. Was haben wir denn hier drauf? Was ist das denn? Interessant. Was man nicht so alles hat, ne? Ist das Weizen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, holen wir doch nochmal den Mähdrescher. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Aber dazu müssen wir das Ganze nochmal auf dem Mähwerk packen. Ach, den Mähdrescher, den werde ich auch mal offscreen bewegen.
Weil das ist ja hier ein großes Problem, hier mit dem Mähdrescher drüber zu fahren über die Karte. Aber das ist tatsächlich ein Feld, was ich vergessen habe. Ich habe einfach vergessen, dass ich dieses Feld noch habe. Ansgar, Ansgar, Ansgar. Einmal mit Profis. Bester Bauer EU-West. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, aber das ist ja dann schnell gemacht. Dann können wir nochmal zusätzliches Stroh uns besorgen. Gucken wir mal, was wir dann damit anfangen können. Gut, aber ich fahre jetzt erstmal hoch zum Feld 10. Hier geht's rein in die Ortschaft Talbach. Oh, Mensch. Passen Sie auf. Sie auch. Ups. Hier ist eine Kollision drin. Ah, das Straßenschild. Nee, wer hat hier Kollision? Ich weiß es nicht. Gucken. Ist das hier, weil der Gruber hinten, ja, der Gruber, da war's, ist hinten an die Mauer gekommen. Ja, diese Kollision, das ist schon etwas. Aber da gab es ja auch einen von euch, glaube ich, der vorgeschlagen hatte, dass er mir das umbaut. Das finde ich einen hervorragenden und wirklich netten Vorschlag. Würde ich gerne darauf zurückkommen. Die Frage ist nur, kann man denn das Safe Game übernehmen oder nicht? Davon hängt so ein bisschen ab jetzt. Aber ich sag schon mal im Voraus danke für den Vorschlag überhaupt oder dafür, dass man das ja, anbietet, das zu machen. So, und dann müssen wir hier, glaube ich, wir hätten da gerade reingemusst, ne? Ja. Machen wir mal hier Warnblinker an, dann fahren wir mal schnell zurück. So, und dann kann der nämlich noch das nächste Feld machen. Und ich werde Offscreen ein bisschen verdichten. Das sind natürlich jetzt, das ist im Moment so eine Phase, da passiert natürlich jetzt nicht so viel Neues. Wir können uns keine neuen Maschinen kaufen. Wir können uns, ja, wir können nicht groß mit den Fruchtsorten rumexperimentieren. Wir können ja auch nicht groß eigentlich Produktion zum Laufen bringen. Das ist im Moment so eine Phase, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe inständig, dass der Silageverkauf uns dann sehr viel Geld einbringen wird. So, und wir müssen natürlich auch wieder ansäen und sowas. Das sind Tätigkeiten, die kennen wir mittlerweile. Ja, und den John Deere, den ich da hinzugefügt habe, den kann man eben auch noch nicht nutzen. So, gut, dann würde ich vorschlagen, lassen wir den mal gerade hier stehen und laden hier schnell mal einen Kurs. Das ist das Feld 10, dann die Arbeitsbreite stimmt vermutlich schon. Vorgewende machen wir mal 2. Ja. Okay. Können den Kurs auch mal richtig anzeigen, genau. Ja, würde ich sagen, passt das alles? Wir stellen einfach mal ein, mal gucken, was passiert. Wenn er Mist baut, dann habe ich einen Fehler gemacht. Wenn nicht, dann ist alles gut. Das sieht aber gut aus. Doch, doch, das wird was. Hervorragend. Gut, dann ist der schon wieder beschäftigt. Ja, dann muss ich jetzt noch ein bisschen verdichten hier. Aber da habe ich ja gesagt, das mache ich jetzt schnell offscreen. Das ist, glaube ich, ein bisschen unspannend. Da machen wir heute mal einen Frühstart, was den Folgenschluss angeht. Und in der nächsten Folge hängen wir dann vielleicht noch eine Minute dran oder so. Oder ich habe ja auch schon oft eine Minute dran gehängt. Ich würde sagen, ich verdichte hier noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal, was wir da Schönes machen können. Wir müssen auf jeden Fall ansehen. Was müssen wir noch machen? Wir müssen die Wolle verkaufen. Da könnten wir eigentlich mal einen schönen Kurs einrichten. Ja, wir müssen hier das Feld auch noch ansehen. Wir müssen noch ernten, genau, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Dann pressen wir da vermutlich auch nochmal ein paar Ballen auf dem Feld. Ja, es ist doch noch eine ganze Menge zu tun. Ja, ja. Gut, ich würde sagen, das war's hier von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.